wir gehen fast unverändert aus der Krise hervor, aus dem Grund, weil wir solchen Lagen sowieso schon gewöhnt sind, durch Geflügelgrippe-Situation und ASP und was nicht alles auf uns zurollt. Da unsere Hygienestandards per se schon immer sehr hoch waren, kamen jetzt nur noch die Testungen dazu letztendlich und halt auch gewisse Abstandsregelungen, wo sich auch tatsächlich alle dran halten nach wie vor. Eigentlich würde ich fast sagen, unverändert bis leicht gestärkt. Die Vielzahl an Genießer unserer Produkte, die plötzlich alle zu Hause waren und viel mehr einkaufen mussten, als sie es sonst getan haben. Das heißt, der ganze Gastronomiebereich brach weg für uns in der Vermarktung. Wiederum der ganze Einzelhandelsbereich, das heißt die Genießer, die dann in den Edekas, Kaufland, Real, also im Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel einkaufen gingen, die haben vermehrt Regionalität gekauft, wiederum dann auch uns. Und das bedeutete natürlich auch für uns eine große Herausforderung, die Logistik nachzuziehen, Mitarbeiter neu zu mobilisieren und den Ansturm auf unseren Produkten natürlich dann dementsprechend Herr zu werden. Auch wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Eiern zur Verfügung, die wir wöchentlich von A nach B verfrachten können. Irgendwann sind Grenzen gesetzt. Also die Regionalität hat durch die Corona-Situation stark zugenommen. Viele, die jetzt dann zu Hause waren im Homeoffice, wie auch immer, oder auch in Kurzarbeit, die dann gesagt haben, gut, wir kaufen dann lieber regional und dann wissen wir wenigstens, wo es herkommt. Also die Sensibilität auf regionale Produkte, die ist sehr stark gewachsen durch die pandemische Situation. Wiederum das Bedienen wir als Landwirte, kommen wir an Grenzen, nach wie vor. Da muss auch die Politik irgendwann einsehen, dass egal welche Baumaßnahmen man als Tierhalter machen möchte, ob eine Erweiterung, Neubau oder Modernisierung, es immer an dem Verbandsklagerecht scheitert, dass die Naturschutzverbände einfach mal so in bestehende Baugenehmigungen reinklagen können und dann zu Baustopp oder Verhinderung oder Verzögerung führen kann. Das ist das größte Problem. Wir können uns selber ernähren, wenn wir es dann auch tatsächlich wollen. Was soll man mitnehmen aus der Situation? Dass man sich generell als Unternehmen breiter aufstellt. Das ist das Wesentliche, was man rausnehmen sollte. Wir sind als Landwirtschaftsbetrieb auch sehr breit aufgestellt. Wir haben sowohl den touristischen Bereich im Betrieb integriert über Ferienwohnungen auf dem Bauernhof. Wir haben die erneuerbaren Energien mit Photovoltaikanlagen, die uns natürlich auch ein gewisses Grundeinkommen sichern. Wir haben einerseits die Direktvermarktung, aber wir haben auch einen Ackerbau mit einer Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir haben unser Unternehmen sehr breit strukturiert. Würde ich nur auf die Eier setzen, würde das nicht funktionieren. Ja, dann müsste nur eine Salmonelle reinkommen und schlagartig sind wir nicht mehr da.